Wenn du nach Nepal fliegst und den Mount Everest besteigen willst, dann wirst du das wahrscheinlich nicht alleine machen und nicht ohne Vorbereitung. Und die Reise zur Existenzgründung, also ein eigenes Unternehmen aufzubauen, ist ähnlich vergleichbar, weil es genauso kompliziert, aber auch gefährlich sein kann. Deshalb macht es Sinn, also vor dem Beginn deiner Reise in die Selbstständigkeit auch einen Gründungsberater möglicherweise aufzusuchen. Und in diesem Video werde ich dir erklären, was genau eine Gründungsberatung macht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe selbst nicht nur über 20 eigene Unternehmen gegründet, sondern auch viele tausend Projekte und Gründer begleitet. Und deshalb weiß ich aus der Praxis für die Praxis, worauf es bei der Gründungsberatung ankommt und wie du eine gute von einer schlechten auch unterscheidest. Ein guter Coach und Ausbilder hat mir mal gesagt, Herr Schäfer, planen Sie Ihr Projekt nicht nur, dass Sie dorthin kommen und ein Ziel erreichen, sondern denken Sie darüber hinaus, in dem Fall auch, wie geht es danach weiter oder wie komme ich wieder zurück zu dem Punkt, wo ich in der Reise gestartet bin. Das macht nicht nur bei einer Bergbesteigung Sinn, sondern auch bei einer Gründung. Deshalb ist es wichtig, dass du alle vier wichtigen Phasen auch in deiner Gründungsberatung besprichst. Hast du dort jemanden zu sitzen, der nie selbstständig war oder der diese vier Phasen nicht kennt, dann wirst du vielleicht einen Businessplan bekommen, der am Anfang vielleicht dein erstes Ziel ermöglicht, Gründungszuschuss, Bankkredit, Fördermittel oder Investorengelder, aber die nächsten Phasen gar nicht durchdenkt und dich möglicherweise in die Irre führt. Schauen wir uns nur die erste Phase an. Die nenne ich jetzt einfach mal Vorgründung. Und in dieser scheinbaren, ruhigen, sicheren Phase legst du den Grundstein für deinen späteren Erfolg oder deinen späteren Untergang. Du kannst das so vergleichen, als wenn du ein Schiff baust, mit dem du eine Weltumsegelungstour starten möchtest. Machst du da einen Fehler am Rumpf, am Steuer, am Mast, am Segel oder am Motor oder bei der Navigationseinrichtung, ist es unwahrscheinlich, dass du jemals ankommen wirst. Das Gleiche gilt natürlich auch in der Vorgründung. Hier wird also genau abgebildet, wie die Ertragsmechanik deines Geschäftsmodells funktioniert. Was genau willst du machen? Für wen willst du es machen? Wer ist deine Zielgruppe? Und wie willst du es machen, dass tatsächlich auch Rentabilität am Schluss übrig bleibt? Bei der Vorgründungsberatung geht es nicht nur darum, dass du Business- und Finanzplan schreibst, sondern es geht darum, dass dein Produkt auch marktfähig ist, dass du also ein MVP erreicht hast, Minimum Viable Product, und dass du es auch überprüft hast beim Markt, dass also User oder Produktnutzer tatsächlich auch kaufen wollen, also Geld bezahlen wollen. Und wenn du dann zur Bank oder zu Investoren gehst, gehört hier noch ein handfestes Pitch-Deck drin. Und du hast darin eine Planungsrechnung abgebildet, wo der Gesamtkapitalbedarf sichergestellt und auch plausibilisiert ist und du auch die Finanzierung sichergestellt hast und damit als Antrag zur Bank, zu den Ämtern oder zu Investoren gehst. In der zweiten Phase, die nenne ich heute mal die Überlebens- oder Survival-Phase, geht es darum, dass dein Unternehmen überlebt, bevor die liquiden Reserven aufgebraucht sind und dass im zweiten Zug du auch die Gelder für deine privaten Lebenshaltungskosten entnehmen kannst. Dann sprechen wir von Tragfähigkeit. Und dazu gehört, dass dein Marketingkonzept tatsächlich auch optimiert angepasst wird an die verschiedenen Bedürfnisse deiner Zielgruppe, dass du Vertriebs- und Verkaufskonzept hast, dass du Logistik und Organisation alles optimierst, sodass tatsächlich die Überschüsse übrig bleiben, dass du davon leben kannst. In der zweiten Phase geht es um das Thema Überschüsse oder Rendite, dass du also Zahlungsflüsse generierst, auch nach Entnahme deiner Unternehmerlohnkosten, die du reinvestieren kannst. Denn nur wenn du tatsächliche Überschüsse generierst, kann dein Unternehmen auch wachsen. Du kannst Mitarbeiter einstellen, Führungskräfte einstellen und erst wenn du das geschafft hast, wird dein Unternehmen immer weniger abhängig von dir selbst. Bevor du das nicht erreicht hast, bist du gezwungen, fast das gesamte Jahr nicht nur alles selbst zu machen, sondern auch das gesamte Jahr durchzuarbeiten. Es wird also schwierig, hier einen geordneten Zeitplan zu generieren, hier geordnet in den Urlaub zu fahren. Und leider fallen viele Menschen bei der Phase 1 auf und planen Phase 2 nicht mehr. Aber da geht es tatsächlich weiter. In der vierten Phase geht es darum, dass dein Unternehmen tatsächlich wertvoll wird. Denn irgendwann wirst du dich auch in die Pension, in die Rente begeben. Und die ist bekanntlicherweise für einen Selbstständigen eher gering, wenn er nicht vorgesorgt hat. Und eine Vorsorge ist natürlich Investition im Kapitalmarkt. Aber die andere Vorsorge ist, von Anfang an auch darauf zu achten, dass dein Unternehmen einen nachhaltigen Wert hat. Und ein Unternehmen hat keinen Wert, wenn es 100% von dir abhängig ist. Du wirst also nur ein Unternehmen tatsächlich später mit Wert verkaufen können, wenn es unabhängig ist von deiner persönlichen Ertragskraft.
Das bedeutet also, das Unternehmen gilt es so aufzustellen, dass nicht nur Mitarbeiter, sondern Führungskräfte, vielleicht sogar ein Geschäftsführer eingesetzt ist, der das Unternehmen vollständig autark ohne dich weiter betreiben kann. Erst dann kannst du es später auch an den Markt bringen und weiterverkaufen. Entweder an externe Übernehmer oder an interne Unternehmer oder vielleicht innerhalb deiner Familie. Entscheidend ist, dass dieses Unternehmen ein fertiges Unit ist, was du tatsächlich am Markt auch verkaufen kannst. Dann ist auch deine Altersvorsorge sicher. Du siehst also, bei der Gründungsberatung kann es nur darum gehen, kurz mal über deinen Businessplan und Textteil hinüberzuschauen und zu sagen, ja, ich gebe dir eine fachkundige Stellungnahme für das Arbeitsamt oder Jobcenter oder mache den Plan tatsächlich bankfertig oder für Investoren. Tatsächlich ist es aber so, dass du eine Reise antrittst und diese Reise wird über viele Jahre gehen. Und hintendran soll etwas doch herauskommen, wofür es sich tatsächlich auch gelohnt hat, diese Zeit und das Geld und diesen Schweiß und die entsprechenden Herausforderungen und Krisen auch zu überwinden. Das bedeutet, gute Gründungsberatung hat auch zum Ziel, dich gleich darauf einzunorden, ja, wo geht es eigentlich hin? Und da, wo es hingeht, in den Zeiten der niedrigen Zinsphasen, in den Zeiten, wo die Lebensversicherungen immer geringer werden, wo die Renten kleiner werden oder bleiben, gilt es tatsächlich auch persönlich jetzt schon bei der Gründung Verantwortung dafür zu übernehmen, dass zum Ende hin tatsächlich deine Altersvorsorge, dein gesicherter Lebensabend auch abgebildet ist. Und daher haben wir uns bei der X-Group auch darauf spezialisiert, dass wir Menschen nicht nur in der Vorgründungsberatung abholen und schnell mal einen Business-Finanzplan fertigstellen, sondern dass wir vornherein die langfristige Perspektive mit einbauen. Also auch die Frage stellen, wo willst du hin? Wie viel willst du tatsächlich verdienen, wenn deine erste Phase erreicht ist? Wie viel Geld sollen dann an Überschüsse übrig bleiben, damit du in das Wachstum kommen kannst? Und was ist schließlich auch ein Ziel, mit dem du später 10 oder 20 Jahren dein Unternehmen verkaufen willst? Also die klassische Exit-Strategie fahren möchtest. Daher ist meine Empfehlung, dass du nicht nur eine gute Gründungsberatung suchst, sondern darauf achtest, dass du Menschen findest, die Interesse daran haben, dich und dein Unternehmen auch zu begleiten. Wir sprechen deshalb nicht von Unternehmensberatern, sondern eher bei der X-Group von Unternehmensbegleitern. Und es ist nun an dir, sicherlich verschiedene Angebote einzuholen, aber auch bei uns das kostenfreie Erstgespräch zu nutzen. Deshalb lade ich dich jetzt ein, nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken, den Kanal zu abonnieren, dann bleibst du informiert, sondern jetzt unterhalb dieses Videos auf den Link zu klicken, der führt dich zu unserem Formular für ein kostenfreies Erstgespräch. Dort nehmen wir für dich Zeit, die wichtigsten Fragen zu beantworten, aber auch dir einen Ausblick zu geben, wie und auf welche Art und Weise wir dich dabei persönlich begleiten dürfen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Unternehmensreise, die nicht bei der Gründung erst startet, sondern letztendlich schon bei der Idee startet, wo möchtest du tatsächlich hin. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.